Hallo, ich bin der Corin. Und ich bin die Silen. Wir möchten euch herzlich willkommen heißen in den Moritzberg-Werkstätten. Genau. Und jetzt seht ihr mal, wie bei uns so ein Dach abläuft. Und ja. Jetzt viel Spaß. Genau, viel Spaß. Zum Arbeitsbeginn kommen die Betreuten mit den Shuttlebussen und verschiedenen Fahrdiensten so gegen 7.50 Uhr an. Arbeitsbeginn ist um 8 Uhr. Und laufen zu ihren jeweiligen Gruppen, Montagegruppen und Gartenbau, Küche, alles Mögliche. Hier sieht man schon mal fertig abgepackte Aufträge in Kartons. Diese werden dann nachkontrolliert. Hier sieht man die Montage von Steckerleisten. Hier die Montage von Kipphebeln. Hier auf dieser Waage wird der Artikel samt Karton kontrolliert. Hier werden verschiedene Arbeiten mit Holz erledigt. Hier seht ihr Leisten, die geschliffen werden. Diese Arbeit ist eine Zuarbeit an die Lebenshilfe Bamberg. Hier wird ein Lattenrost für die Firma Lebensraum montiert. Hier in der Montagegruppe werden Zuarbeiten für die Firma MAN erledigt. Unter dem Dach der Lebenshilfe im Nürnberger Land beschäftigen wir ca. 350 Menschen mit Einschränkungen. Darüber hinaus ca. 100 Menschen, die im Pflegebereich und im Gruppenleiterbereich tätig sind. Unser Ziel ist es, nicht nur Teilhabe am Arbeitsleben hier zu ermöglichen mit individuell eingerichteten Arbeitsplätzen, die auf die einzelnen Einschränkungen ausgerichtet sind. Darüber hinaus wollen wir eben sportliche Aktivitäten und für das körperliche und geistige Wohl zusätzlich Dinge anbieten und mit unserem Betreuten unternehmen. In den Pausen wird sich meist außen aufgehalten. Und auf den Bänken und in den verschiedenen Bereichen, Wiese, alles Mögliche. Hier haben wir einen Speiseplan mit zwei Menüs. Wir machen hier in Moritzberg Werkstättenküche ca. 650 Essen für Kindergärten, für unsere Schule, externe, interne Kindergärten und für die drei Ausgabestellen der Moritzberg Werkstätten selber. Das sind so 650 Essen, die mit zwei Menüs laufen. Das zweite Menü ist vegetarisch. Wir arbeiten nach DGE, das heißt quasi zweimal die Woche Fleisch maximal, täglich frisches Gemüse und Obst und Seefisch einmal die Woche. Wir haben hier eine gute Auswahl an frischen Essen. Sonst arbeiten unter normalen Bedingungen mehrere Betreute auch in der Küche. Jetzt geht es wieder zu den Bussen. Wie ihr seht, haben die Leute hier FFP2-Masken auf, da in den Shuttlebussen.
und in verschiedenen Fahrtdiensten FFP2-Maskenpflicht besteht. Euch hat es gut gefallen und der Kaffee hat geschmeckt. Also dann Servus und noch einen guten Fluch.